Schwitzen ist angesagt, bis zu 36 Grad werden erwartet. Aber zuvor schauen wir natürlich noch einmal auf unsere Wettercams. Hier sehen Sie Innsbruck an diesem Montagmorgen. Noch stellenweise bewölkt, aber das wird sich in den nächsten Stunden definitiv ändern, denn es wird heiß. Und das gilt auch für den Traunsee, auch hier noch leicht bewölkt. Aber heute und in den kommenden Tagen hat uns die Hitze weiterhin ganz fest im Griff. Zuvor schauen wir noch einmal nach Europa. Zwischen dem Atlantikhoch und Hochingolf über Nordwestrussland hat sich eine Hochdruckbrücke aufgebaut. Damit ist nicht nur auf der Iberischen Halbinsel und in vielen Regionen Frankreichs, sondern auch im zentralen Mitteleuropa sonniges, trockenes und heißes Wetter verbunden. Zugleich kommt dort auch ein neuer Schwall sehr heißer Subtropikluft an. In Österreich ist es heute viel sonnig und auch heiß. Dazwischen können sich immer wieder Wolken und vereinzelte Gewitterschauer bilden. Höchstwerte von 26 bis 35 Grad werden erwartet. Sie sehen also, heute ist alles mit dabei, auch wenn sich immer wieder ein paar einzelne Wolken einschleichen können. Im Westen bleibt es auf jeden Fall den ganzen Vormittag sonnig und heiß, dann zum Mittag vereinzelte Regenschauer, auch noch ein paar Wolken am Nachmittag, aber Temperaturen um die 34 Grad im Osten. Da sind immer wieder einzelne Wolken mit dabei, Temperaturen von bis zu 33 Grad stellenweise heute, aber sogar noch heißer. Die nächsten 7 Tage im Westen, da können sich immer wieder vereinzelte Wolken einschleichen, Temperaturen so um die 30 Grad, jedoch auch wieder auch hier stellenweise weit darüber. Im Osten ein ähnliches Bild, hier fällt vor allem der Mittwoch auf, strahlender Sonnenschein, Durchschnittstemperaturen von 30 Grad, aber stellenweise werden dann am Mittwoch Temperaturen von bis zu 35 bis sogar 36 Grad erwartet.